Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes schützt die Meinungsfreiheit und die Meinungsfreiheit ist schlechterdings konstituierend für eine Demokratie. Daran mangelt es in letzter Zeit ein wenig. Auch die freie Debatte ist erforderlich für die Meinungsbildung der Menschen und ohne die funktioniert Demokratie nicht. Man hat mit massiven Sanktionen zu rechnen, wenn man sich tatsächlich traut, die in Artikel 5 des Grundgesetzes statuierte Meinungsfreiheit auszuüben. Das erinnert mich so ein bisschen an Idi Amin, der ja gerne mal zitiert wird, ein Diktator aus Zentralafrika, der gesagt hat, ich garantiere der Freiheit der Rede, aber ich garantiere nicht die Freiheit nach der Rede. Meinungsfreiheit ist ein schöner Begriff. Sie erinnern sich, man darf die Sachen sagen, die man wirklich meint, die man als wichtig erachtet und andere kritisieren. Damals in der Schule sagten die Lehrer, kritisch sein, zu allen, alles hinterfragen. Natürlich nicht die Lehrer selber und ihre Ansichten. Die Feinde der Meinungsfreiheit kommen oftmals getarnt daher, besetzen Begriffe wie Toleranz oder Vielfalt, bedrohen aber die Meinungsfreiheit durch Festlegung eines sehr engen Meinungskorridors, den sie auch mit gewalttätigen Mitteln zu schützen bereit sind. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern, und zwar frei von Zwängen des Staates. Und der Staat agiert da ganz perfide, wenn man sich mal anschaut, wie die Zensur im Internet funktioniert. Also was auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und Co. zensiert wird, das dürfte ein Staat sich niemals leisten. Deshalb geht der Staat da ganz perfide vor und privatisiert die Zensur. Und manche Fakten, die man ausspricht, werden dann als Meinungsäußerungen zensiert oder als falsche Fakten bezeichnet. Es gibt viel Verwirrung um diesen Begriff. Wer einen Mann nennt, der eine Frau ist, der kann mit harten Konsequenzen rechnen. Aber dafür sind wir da, die Wahrheit auszusprechen. Es ist tatsächlich so, dass sich viele Leute nicht mehr trauen, das, was sie kritisieren, wirklich zu sagen. Das erlebe ich auf sehr vielen Fachdiskussionen, dass mir im Nachhinein eine völlig andere Schilderung der Situation mitgeteilt wird, als sie vor laufenden Kameras oder auf dem Podium mit Experten geäußert wird. Das liegt daran, dass viele Menschen in diesem Land sich nicht mehr trauen, dem grünen, linken Mainstream in diesem Land zu widersprechen. Wenn wir es ernst nehmen würden, bräuchten wir einen Gedenktag für die Meinungsfreiheit in Deutschland. Es wird immer behauptet, es gäbe Meinungsfreiheit, aber der Korridor ist so schmal geworden, wer sich auch nur wagt, links oder rechts davon abzuweichen von diesem Meinungskorridor, wird drangsaliert, wird schikaniert, wird gemobbt, wird rausgeschmissen, wird abgewählt. Wir müssen jeden Tag um den Erhalt der Meinungsfreiheit kämpfen. Sie ist nicht selbstverständlich. Selbst in so scheinbar gefestigten Demokratien wie Deutschland. Wir haben die Debatte, die freie Debatte in diesen Bundestag zurückgebracht. Das ist gut und das ist wichtig. Sie ist verloren gegangen und sie ist in Gefahr, denn die freie Meinungsäußerung wird immer schwieriger. Sie wird zensiert, es wird eingegriffen. Das sind Dinge, gegen die wir uns in aller Stärke positionieren müssen. Ohne freie Meinungsäußerung keine Demokratie.